Das Pensionisten- und Pflegeheim Bruck Altersheimgasse veranstaltete wieder das schon zur Tradition gewordene Sommerfest zu Ferienbeginn. Denn das Thema diesmal, die Schule, man lernt ja bekanntlich nie aus. Wir haben heute das Thema Dings da. Wir stellen eine Schulsituation nach, wo Kinder Begriffe erklären. Die Kinder werden von der Lehrerin immer wieder gemaßregelt und sind ein bisschen schlimm in der Schule. Und dann nach dem Begriff wird ein Lied gespielt, in dem genau dieser Begriff vorkommt. Voll meine Mutter. Wir haben das ganze Jahr über Veranstaltungen für unsere Bewohnerinnen, je nach Geschmack. Also so, ihnen gefällt zum Beispiel die Musik der 50er, der 60er Jahre sehr gut, aber auch Volksmusik. Und da schauen wir, dass wir natürlich Musikanten ins Haus bekommen, die genau diese Musik spielen. Und da sind unsere Bewohner immer mit sehr viel Freude dabei, singen, tanzen zum Teil noch mit, klatschen, und das ist immer sehr schön zu sehen. Wir haben ein tolles Angebot für die Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt, auch was die Pflege betrifft. Und hier im Heim, in der Altersheimgasse, hat es gute Tradition, dass die Bediensteten immer ein ganz tolles Sommerfest organisieren, auf das sich auch die Bewohnerinnen und Bewohner mit Recht jedes Jahr freuen. Sie werden immer mit eingebaut und es wird heute wieder ein ganz tolles Programm geben. Ja, die haben wieder alles aufgeboten, was Rang und Namen hat. Und die beiden Moderatoren, die strenge Lehrerin, die beiden Moderatoren, die Michi und die Claudia, haben die Ehrenmatura bekommen. War eine sensationelle Veranstaltung. Wir betreiben ja Pflegeheime, 9 Pflegeheime im Bezirk Bruckwürz-Zuschlag. Und alle diese Heime sind eine wirkliche Heimat für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Und wo sieht man das besser als heute? Mit den Dankesworten des Bürgermeisters Hans Strassecker und der Verkündigung Matura bestanden von Peter Koch, Sozialhilfeverband Bruck, endete die Unterrichtsstunde im Pensionisten- und Pflegeheim in der Brucker Altersheimgasse.